Willkommen zurück zu einem weiteren Video, Bau den Millennium Falcon, und zwar Ausgabe 15 von Di Agostini. So, wir schauen uns erstmal wieder das Heft an. Die üblichen Verdächtigen. Inhaltsverzeichnis. Dann der Fischkopf und kann es schlecht auf dem Kopf sehen, aber es ist die Stadt in den Wolken, ich weiß jetzt nicht, Kopflesen ist nicht so meins. Hier nochmal ein Bild von dem ganzen Millennium Falcon. Und das, was hier drin ist. Und das, was wir bauen. Und das ist der Abschnitt, der dann fertig ist. Wie gesagt, diese Teile muss ich alle noch lackieren, also grundieren. Und die Bauanleitung. Und wieder, was in dem Heft drin ist und was im nächsten Heft drin ist. Gut, dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt so alles brauchen. Und zwar haben wir einmal hier die Tüte. Zack. Schwupp. Die Schrauben, die wir brauchen, das wird wahrscheinlich alles dann im nächsten Teil kommen. Die brauchen wir jetzt auch noch nicht. Das werden die ganzen Durchgänge sein. Na, das wird ja eine schöne Fummelarbeit wieder. Weg beiseite. Brauchen wir nicht. Und das brauchen wir. Das kommt dann nachher daran. Das ist ja von den vorherigen Heften. Das und das. So, gut, das erstmal zur Seite. Dann brauche ich, wie gesagt, diese Schrauben, weil ich werde da wahrscheinlich nicht alle drin haben, die ich brauche. Also nehme ich mir einfach welche raus aus meinem schönen Kästchen hier. So, das dazu. Das wieder dahin. Die machen wir auch schon mal auf. Packen wir auch zu unseren Schrauben dazu. So, und weiter geht's. Und dann machen wir dieses Teil auf. Dann machen wir dieses Teil auf. Und dieses Teil. Wuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Schnell alles wegwerfen. Hallo. Hierher. So, das sind erstmal die Sachen, die wir hier brauchen. Und einen Schraubendreher natürlich. Einmal umblättern bitte. So, dann schauen wir doch einfach mal. Und zwar das erste. Was hier rankommt ist, und zwar werden diese Sachen hier jetzt rangeschraubt. Wir brauchen ja noch die schwarzen Schrauben. Diese, ich bin ja auch wieder selten dämlich.
Die silbernen, die goldenen sind ja für nachher diese Verbinder. Mal schön die falschen Schrauben rausgeholt. Und zwar für diesen Verbinder nachher, da brauchen wir 2, 4. Dann nehmen wir uns mal 4 beiseite und den Rest wieder rein. Oder wir machen am besten alles rein, fällt hier nichts durch die Gegend. Sorry für die Verzögerung. Aber werdet immer ein bisschen aufgeräumt hier alles haben. Und sicher, so dass schwuppwupp hier nichts passiert. So, also dann fangen wir doch einfach mal an zu schrauben. Legen wir das doch mal so hin. Dann legen wir das doch mal hier rauf. So ein bisschen soll er rein. Irgendwas mache ich gerade falsch. Glaube ich. Oder ich mache nichts falsch. Doch, ich mache was falsch. Hier ist ja der Gewinde drin. Das wird natürlich umgekehrt geschraubt werden. Ich schraube das nur mal vor. Dann ist das Ganze einfacher reinzudrehen nachher. So, natürlich kommt dieses Teil hier drunter, weil hier sind ja die Führung für dass die Schraube auch ein bisschen versenkt wird und sowas. Und fest. Dann kommt dieses Teil und dieses Teil kommt hier ran. Auch wieder drunter. Zwei Schräublenze, die ich wieder vordrehe. Besser ist.
nicht wirklich. Alter, schon um ins Ski. Heftig. Aber ich glaube, so ist es besser, als wie das Ganze denn da dann so durchzuknüppeln. Gut, manche laufen wirklich, das läuft dann manchmal bombastisch. Und dann zack, ran damit. Zweimal, die können wir wegpacken. So, damit haben wir das auch schon wieder fest. Und dann kommen wir natürlich zum dritten Teil. Das wäre dieses. Wieder zwei Schräubleins. Selbe Spiel. Einmal vorschrauben. So, nehmen wir Vorschrauben. Das ist unten, das ist oben. Okay, da brauche ich glaube ich noch gar nicht Schrauben. So, eine Schraube umsonst. So, und jetzt müssen wir... Okay, das hätte ich vielleicht schon mal vorher machen sollen. Nicht so wild. 1, 2, 3, 4. 4. Hey, lalala, das dahin, das dahin, das hierhin. Packen wir das jetzt zur Seite, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Dann kommt das Teil hier rein.
So. Nicht zu sehr biegen, weil sonst passt das nachher nicht mehr. So, dann haben wir dieses Teil hier, Teilchen, und dann wird das Ganze jetzt hier so nicht, raufgelegt und dann angeschraubt. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich setze erstmal zwei Schrauben an. So. Zwei, drei Schrauben noch. Und Nummer 3. Hänge fest. So. Okay, ein bisschen schief. Schief ist modern. Aber das wird sich nachher wahrscheinlich dann noch ausgleichen. So, wie gesagt, die Platten, die hier raufkommen, dann eben halt ja irgendwie tada, 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 kommen die auch hier rauf. Hab jetzt aber gar keinen Plan. Irgendwo kommt die Platte auf jeden Fall hin. Dann war das diese Ausgabe 14. Und die, wie gesagt, lackiere ich dann irgendwann. Aber da es jetzt gerade so kalt ist, ein bisschen schlecht draußen zu lackieren. Jo, dann war das die Ausgabe, nicht 14, 15, Entschuldigung, die Ausgabe 15. Und wir haben diesen Teil gebaut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Daumen hoch, ein paar Likes wären nicht schlecht. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mögt.
Und ansonsten bin ich raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis denn dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.